Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge Oktoberfest Manager. Okay, da kommst du gleich ins Sappern hier und du, das ist... ja, wir starten die dritte Saison und da wollen wir gleich mal gucken, ob alles noch größer und noch mehr und noch... Ach, weißt du, guck, dass der Bär richtig steppt bei uns hier. So, ich muss mal gucken, ob wir wieder Ton haben hier. Ja, es macht Klack und die Balken schlagen aus. So, da müssen wir jetzt mal, wo haben wir uns denn hier hin? Ja, die 8. So, da müssen wir mal laden. So, eine neue Saison hat begonnen. Planen Sie Ihre Ausgaben sorgfältig. Wenn Sie in der letzten Saison, sollten Sie jetzt ein größeres Zelt und in Angestellte investieren. Die Einkaufsmengen müssen wir auf jeden Fall dann erhöhen, wenn wir das Zelt haben. So, da gucken wir erstmal nach einem neuen Zelt hier. So, kleines Zelt. Wir nehmen jetzt das mittelgroße und dann haben wir hier noch das ganz große. Und die Riesenwiesenzelt, du, meine Güte, die Imbissbude, kleines Zelt. Nee, wir nehmen jetzt ein mittelgroßes Zelt, nehmen wir jetzt mal. 2800 Gäste. Ja, 17.000, und was kostet das große Zelt? 26.000. Wir haben natürlich auch, wir brauchen ja dann auch mehr, ne? Wir machen mal hier ein mittelgroßes. So. Bürgerlich, gut, bürgerlich. Was haben wir denn? Schickimicki? Schickimicki. Tja. Wir nehmen heute Schickimicki. Was haben wir noch? Obermicki, Standort. Es gibt nur die drei. Ne? Da nehmen wir heute mal Schickimicki. Schickimicki in die dritte Saison oder so, du. So, hier 8000, gleich wieder neben der Achterbahn. Was haben wir noch so zur Auswahl? 6500 neben Klo, 6500, 6500. Also es ist schon der Top-Platz dort hinten. Wir nehmen Top-Plätze. Nehmen wir, so. Ja, wir tun nie wieder verhandeln. Man weiß, was dann wieder alles passiert, du. So, Toiletten kaufen. Oh, wir hatten ja die Budget-Toilette, hatten wir ja, ne? Die Budget-Toilette. Die Standort-Toilette, 5 Stück. Ach, mehr können wir noch nicht kaufen. 5 Klos müssen reichen. Oh, du, wir nehmen jetzt mal Standort-Toilette, du. Komfort Deluxe, nee, so was machen wir. Nehmen jetzt Standort-Toilette. So. Jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Pinkelsteiner Wiesen. Wir tun uns immer verbessern. Wir nehmen Plürnberger Merzen. Hatten wir ja schon. Dann nehmen wir heute mal ein Schaulappnerbräu, du. Das Schaulappnerbräu. So, mit 2000 Litern kommen wir wahrscheinlich nie hin. Oh, haben wir überhaupt noch Geld, du? 4000 Liter kriegen wir die Wut. Wir nehmen erstmal 3000. 3000. Das ist schwierig, weil wir müssen ja ein bisschen auf die Kohle gucken. So, Händel. Brauchen wir Händel. Billig Import sind wir durch. Standard Händel sind wir auch durch. Dann nehmen wir diesmal Deluxe Händel. Machen wir 2000, ob wir die loskriegen am Tag. Du, da sind nochmal 20 Scheine weg hier. Das ist nicht zu fassen. So, jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Mit 5 Mitarbeitern wollen wir ein großes Zelt. Kategorie Budget. Ne, wir hatten ja Standort. Bedienung, Kategorie Premium. Wollen wir jetzt schon mit Premium anfangen? Nee, wir lassen es bei Standort. Budget-Dirndl, Standort-Dirndl. Was haben wir? Deluxe-Dirndl. Standort-Dirndl. So. Sicherheit. Kategorie Budget. Wir nehmen Kategorie Standort. Können wir bloß 2 Stück? Na, das wird aber was werden, du. So, was blubbt hier? Küchenpersonal. Reichen auch 2 Mitarbeiter, nehmen wir natürlich auch Standard-Küchenpersonal. So. Techniker. Also wir können hier nicht einstellen, du. Wir können keine Arbeitsplätze schaffen, du. Wir nehmen Standard-Techniker. Alles Standard machen wir heute. Putzkräfte, kriegen wir da was mehr? Oh nee! 2 Putzmuddis, du, wir nehmen, ist schon besser, oder wie, eine Ecke besser, Standort Putzmuddels nehmen wir. So, jetzt brauchen wir noch die Events, du, oh, Fassanstich, wir bieten auf den Fassanstich.
Der Pepe Kirscheling haben wir wieder. Die Klatschös. Die Klatschös. Wir nehmen hier heute mal boxende Brüder, du Schnupfmeisterschaft. Wir machen Tabakschnupfen. So, da haben wir jetzt, wenn das klappt. 1, 2, 3. Achte brauchen wir noch. 1, 2, 3. So, was haben wir denn hier? Sandra Honor, du, die nicht immer ganz texische Sendung. 3. Wir haben Nummer 4. Fingerhageln, das gibt Pizza, da haben wir uns einen selber gelegt, haben wir. 4. Bullenreiten machen wir hier mal. Die 5. Der Otto Jürgens, du, Schlagersänger, nö, du. Die 5. Hier die Schuhplattler nehmen wir doch. 5, 6. Silvio Cannelloni, du Regierungschef aus dem sonnigen Süden, du. Delena Reier. Reiern tun wir heute 7 und dann nehmen wir hier 8. Und da gucken wir jetzt mal, was wir gekriegt haben. So, Start. Jawohl, wir starten die Saison und es ist. Wir haben. Oh, das ist aber schlecht. Hä? Jetzt haben wir gar nichts gekriegt, du. Oh, weia. Was machen wir denn da jetzt, du? Das ist ja schlecht. Da haben wir nur einen gekriegt jetzt, du. Das ist auch nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hätte man mehr bieten müssen wahrscheinlich. Oh Gott. Na, da gucken wir mal, was das für eine Saison wird, du. Bayerische Bierbauchblasmusiker, du. Die Rolling Bierbauchers, du. Ne, dann nehmen wir mal die Rolling Bierbauchers, du. Ne, mal gucken. So, stürzen wir uns ins Zelt. Oh Gott, das sieht ja wirklich ein bisschen vornehm aus, so. Oh, so viel Tische, du. So viel Tische, du. Menschenskinder. Und die erste Gästin, du. Ne, Gästin. Eröffnet. Die Damen eröffnen. Und Durst, keiner da. Hier, Balken glattrot, du. Ah, es wird losgelaufen. Na da. Bin ich jetzt mal gespannt, nur mit einer Veranstaltung, was das für eine Saison wird, du. Na, meine Güte, du. Da haben wir ja richtig diesmal was wieder. Oh, mein Day ist alle. Ja. Da haben wir ja mal was gebraucht. Ja, und es geht los. Wir haben schon reichlich Bier verkauft. Hätten wir doch 4000 Liter nehmen sollen. Ne? Händel sind auch schon weg, du. Bei 2 Menschenskinder. Kaum 3 Leute da, schon 300 Händel verkauft. Na, wenn das nichts ist, du Mensch. Und das Bier auch fließt in Strömen, du. Was haben wir eigentlich für eine Biermischung? Wir müssen mal gucken. Biermischung Labor. Was haben wir denn heute? Ach, wir haben reines Bier. Nee, das ist nicht gut. Das ist, wir verdünnen es am ersten Tag. Verdünnen wir mal die Brühe. So, dann gucken wir mal. Der Bierpreis 8 Euro. Du, 8 Euro. Händelpreis 8,50. Na, da gucken wir mal. Da gucken wir mal, wie sich das antut. So. 16 Mark für ein Liter Bier, du. Oder eine Maß, war das ein Liter? Weiß ich gar nicht. Nee, war ja kein Liter, oder? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ist ja peinlich jetzt, aber man muss nicht alles wissen, muss man. Kling, kling, kling. Und kling macht's, immer macht's kling, bing. Event des Sandra Honor. Wir haben jetzt schon das Event, haben wir schon, die Veranstaltung. Und die Stimmung ist, naja, also lala. Da haben wir nun schon eine alte Zapfanlage hier. Also nun mal, meine Lieben, hier, zack. Wir haben jetzt ein größeres, hier kann es nicht. Wenn die Stimmung schon ist, muss das Bier wenigstens fließen, muss das Bier. Und mit Schickimicki-Ausstattung müssten wir eigentlich noch mehr Gäste kriegen. Immerhin haben wir blau-weiße Decken auf dem Tisch. Nee, Tischdeckchen, blau-weiß. Da muss das jetzt laufen, du, musst das, du. So, der Sandra Honor, du, der Sandra. Und die Stimmung steigt nicht, du. Das ist heute wieder schlecht für unseren Umsatz. Ganz schlecht. Ja, ganz schlecht.
Jo, jo, New York, New York. Händel werden gewünscht, Händel. Eine Schlägerei, jetzt geht's los. Es geht gegen Nachmittag und die Ersten fangen in Stänkerei an. Und die Damen eröffnen heute die Runde wieder. Die Damen eröffnen die Schlägerei-Runde. Na, das ist ja wieder... Unglaublich ist das unklar. Das Spiel ist wirklich so unklar. Es fesselt ihn richtig. Man weiß immer gar nicht, was man so richtig sagen soll. Da muss man nochmal... Oh Gott, der soll gleich alle... Nehmen. Ja, und schon wieder Schlägerei, Schlägerei. Es ist ein Wahnsinn, aber es sind ja noch ein paar freie Plätzchen sind schon noch. Hier vorne ist noch ein ganzer Tisch frei, du. Das ist auch nicht gut. Nein, das ist nicht gut, Mensch. Wie will man hier Umsatzkönig werden, du? Das Bio geht schon wieder bedrohlich zur Neige, geht das schon wieder. Und die Hühner gehen nicht so gut. Jetzt haben wir nur schon Qualitätsgeflügel gekauft. Ne? Und das ist einfach nicht. Vielleicht müssten wir das Qualitätsgeflügel dann ein bisschen teurer machen. Du hast noch nicht gemacht hier. Bumm. So. Aber dann kauft sie wieder keiner, das Qualitätsgeflügel. Wenn die so viel saufen, machen wir den Maß auf 8,50. So. Wir sind nie unverschämt, aber unsere dünne Brühe muss man ja unter die Leute bringen, nicht? Was ist denn jetzt wieder kaputt gegangen? Die Schläger. Oh, der Strom ist ausgefallen. Du, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Das geht gar nicht, du. Da kann man kein Händel braten, nix hier. Und ich habe gerade die Preise erhöht, du. Dann kann ich in der Strom kaputt gehen. Nein, 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 nein. Ganz gefährlich ist das. Ganz gefährlich. Was nun? Jetzt kurz schon wieder einer hier. Jetzt kotzt schon wieder einer. Das ist doch zum Kotzen, ist das doch. So, mal ein bisschen das Gesicht, ein bisschen so. So. So, und Händel werden verkauft. Oh, du, trotz Preiserhöhung. Die waren wahrscheinlich zu billig. Die waren zu billig. Wir hätten die wirklich, müssen die teurer machen. So, mit dem Bier lagen wir von Anfang vielleicht nicht ganz so schlecht. Jetzt müssen wir allerdings wieder was nachkaufen hier. So wie es aussieht. Oh, jetzt kommt der Auftritt, den gebucht haben. Mal gucken, wie die Stimmung jetzt ist. Wie die Stimmung jetzt ist. Die Rolling Bierbauchers, du, die Rolling Bierbauchers. Naja, die Stimmung ist auf jeden Fall schon besser. Viel besser und mir juckt gleich so. Oh, ja. Das ist... Ja, die Schlägereien nehmen zu bei Steigen. Oh, das Bier ist alle, um Gottes Willen. Jetzt müssen wir noch mal Bier nachholen. Oh Gott, was das wieder kostet, du. Aber es hilft nichts, durstige Gäste, das geht ja überhaupt nie, geht das. Und die Händel sind wirklich fast ausverkauft. Es war zu billig für einen Schickimicki-Laden, war das wahrscheinlich zu billig. Das geht überhaupt nie. Und die dünne Bierbrühe trinken die wie die Helden, weil ist klar... Macht Durst. Ja, so, wir haben es gleich wieder geschafft. Gleich ist 22 Uhr und es wird wieder geschlossen hier. Oh, die Händel sind jetzt alle, aber jetzt kurz vor Ladenschluss machen wir da jetzt keins. Da wird das verkauft, was da ist. Oh, so, Anzahl der Besucher, du, 4.041, 3.000 Liter, über 3.000 Liter Bier verkauft. Mensch, du, Händel fast geschafft, wie gesagt, Umsatz pro Tag. Na, da gucken wir mal, wo wir anfangen hier.
Da gucken wir mal auf Platz 13, haben wir uns gleich hochgearbeitet, du Menschenskinder. Na, da stürzen wir uns kleiner mal in den nächsten Tag hier. Und ach, wir müssen Spielstand speichern, das ist dann 3-01. So. So, wir nehmen da gleich heute mal die Bayerischen. Wir haben es heute mit Bierbauch, die Bierbauchers. Und jetzt nehmen wir die Bierbauch-Blasmusik auch hier. Solche Musik auch nehmen wir hier. So, mal gucken, wir haben gerade geöffnet. Kein Gast in Sicht, du. Oh ja, oh ja, eine Gästin kommt schon wieder, eine Gästin, du. Es geht schon wieder los. Und, haben wir den da? Ach, ich muss mal am Ohr kratzen, gibt's ja gar nicht. So, hat sie den Durst? Ja, sie hat Durst. Oh, die Herren der Schöpfung haben wohl noch zu tun, du. Wir haben wohl noch zu tun. Oder haben die Frauen vorgeschickt, damit sie mal ein paar Plätze reservieren hier? Ne, ein Mann hat sich hier verirrt. Bestimmt Rentner. Ja, Durst haben sie alle. Durst ist immer gut. Durst ist immer gut. Händel essen ist auch immer gut. Jetzt ist gleich Mittagszeit. Da müssten jetzt die Händel rausgehen. Wie? Na, also es ist doch heute... Heute zum Piepen hier mit der Ohrputzerei, ja, das gibt's ja gar nicht, gibt's das. Ja. Ja, ja, meine Lieben, mir fehlen glatt die Worte, nicht bei dem Treiben hier wieder, müssen wir, ich muss ja auch ein bisschen aufpassen, jetzt haben wir ja größeres Zelt, ne? Dass das auch, wenn hier was kaputt ist, dass die gleich losrennen, ne? Oder wenn was, hier wie jetzt, oh, er läuft von selbst, ich wollte gerade, wollte ich hier Aktion starten, aber nein, er läuft von selbst, das ist unglaublich, ist das, so. Ja, das Zelt fühlt sich langsam, aber der Händelverkauf stagniert heute. Der stagniert heute. Müssen wir vielleicht heute mal wieder ein bisschen billiger machen, es ist eben nicht jeder Tag wie der andere. So, machen wir mal auf 3,60 machen wir heute. So, das dünne Bier geht auch nicht so richtig. Da müssen wir auch mal die Mischung wieder verändern. Dann machen wir heute das Wasser weg und machen vielleicht Cola-Bier heute wieder. So, da gucken wir mal. Vielleicht ist auch heute der Preis zu teuer. Ich weiß es auch nicht. Auch für Schickimicki-Laden kann man ja nicht alles zu billig machen. Also Händel will heute keiner essen. Das ist... Oh, jetzt kommen hier die Bierbauch-Blasmusiker. Na, da bin ich ja mal gespannt, wenn es jetzt Blasmusik gibt, ob sich hier auch noch was füllt. Wenn es bayerische Bumsmusik gibt, Bums- und Blasmusik gibt hier. Nee, das ist nicht so richtig die Stimmung. Also ich verstehe es nicht. Auf der Wiesn muss bei Blasmusik immer richtig Stimmung sein hier. Mensch, du immer die neumodischen Leute. Bei der Jugend kommt die Blasmusik nicht so richtig an. Wir haben heute alles falsch ausgewählt, haben wir heute. Oh, 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 oh. Oh, haben wir bestimmt Umsatzeinbruch diesmal, du. Meine Güte, meine Güte. Die Stimmung, naja, ja, ja, ist nicht am Kochen heute, ist nicht am Kochen. Oh Gott, was ist denn jetzt? Oh Gott, hier Zapfanlage hier. Und losflitzen. Zack, zack, zack. Jetzt müssen wir wieder die Leute auffordern. Meine Güte, meine Güte. Man fasst es nicht.
So, und die Schlägereien gehen schon wieder los hier. Ja, es ist wieder Nachmittag und es wird sich wieder geklopft. Je nachdem nach eins, zwei, drei. Nach steigendem Alkoholspiegel nicht. Müssen wir da. Das hilft alles nichts. Oh Gott, der Hähnchengrill. Schnell, schnell flitzt. Ah, er flitzt schon. Er flitzt schon. Das ist gut. Das ist gut. Ballnerhändel verkauft, stockt heute etwas, du. Das Bier geht doch ganz gut jetzt, es wird Abend. Müssen wir jetzt schon wieder nachkaufen? Wir warten mal noch ein bisschen. Viel zu viele leere Tische, ja, wir haben aber leider eben keine Kapelle mehr hier. Ach, das haben wir schlecht kalkuliert, du. Das Spiel ist doch anspruchsvoller, wie man dachte. Man hätte mehr bieten müssen. Wahrscheinlich hätte man mehr bieten müssen. No. Da hätten wir die Festpreis hätten wir kaufen müssen. Ja, diese minderwertigen Festpreisangebote hätten wir nehmen müssen. Ja. Jo, Schlägerei, Schlägerei. Die Stimmung ist so lalala. Heute, die ist lalala. Oh, und der Umsatz ist heute ganz schlecht. Umsatz, wahrscheinlich die jungen Leute nicht so viel Kohle, ne? Für unser Schickimicki-Bier ist das wahrscheinlich nicht so richtig, du. Alles nicht so fein. Oh, ja. Hunger haben sie trotzdem. Händel wollen trotzdem gegessen werden. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Oh, das Bio ist jetzt doch gleich alle. Da müssen wir noch mal nachkaufen, würde ich sagen, oder? Oh ja, 0 Liter Bier, das geht gar nicht. Das geht nicht. Da müssen wir gleich noch mal nachinvestieren. Hier nachinvestieren. So geht's nicht. Trotz leerer Tische wird mehr gesoffen, du. Das ist... Hier, die stehen schon Schlange, um sich verprügeln zu lassen. Na, wenn das nichts ist, meine Lieben, wenn das nichts ist, du. Man steht Schlange, um sich verklopfen zu lassen, du. Und gekotzt wird, oder ist wieder was Eis gefallen? Man sieht es ja ganz schlecht, man sieht es ja. Oh, hier ist was ausgefallen, aber es wird schon repariert, du. Es wird schon kurz vor Ladenschluss geht die Zapfanlage kaputt. Das geht gar nicht. Das geht nicht so richtig. So, oh, die Händel haben wir wieder ausverkauft. Sehr schön. Bier sind wir heute. Oh ja, haben wir trotzdem ein bisschen gesteigert. Haben wir das schon ganz schön. Naja, die Besucher sind, waren heute nicht so toll. Aber der Umsatz ist etwas höher. Da gucken wir mal das Gesamt. Oh ja, auf Platz 10 hat es uns hochgeschossen. Platz 10, du Menschenskinder. Ja, wir speichern Spielstand 302 machen wir und das tun wir dann. Ja, und das machen wir dann das nächste Mal wieder. Ja, meine Lieben, da war so, haben wir wieder eine spannende Folge hinter uns gebracht, nicht? Ja, man hält sie mal kaum aus so auf dem Sitz, aber das ist eben, müssen wir mal durch, das schaffen wir schon. Ja, hoffe, hat wieder Spaß gemacht. Freue mich wie immer. Däumchen hoch, nette Kommentare, den ein oder anderen Abonnenten. Und wie gesagt, macht die Glocke an, damit ihr nie so eine Folge jetzt noch verpasst. Das wäre dramatisch, nicht? Wäre das so. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.